So, da sind wir wieder. Und eben gerade kommt man noch den Dino-Hörner hier in der Tür lauert. Aber den haben wir effektiv blockiert. Und Gott sei Dank können Monster keine Türen kaputt machen. Da war Dreher Nummer 1. Dreher Nummer 2. Aber ja, das wäre noch cool, wenn man irgendwie von einem Oger flieht, eine Tür hinter sich... Da ist gerade eine Tür aufgegangen. Und wieder zu. Und wieder auf. Was ist das? Oh, hier waren die Druckplatten, oder? Wie kommst du in den Raum? Das darfst du gar nicht sein. Den kriegen wir auch mit vollem Mana nicht tot. Okay, wir laufen vorbei. Kommst du jetzt hierher? Wenn ja, wir können dich da austricksen. Lauf, 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 Tür zu. Also ja, was ich gerade sagen wollte, bevor wir von einem Dino mal wieder verarscht wurden. Es wäre cool, wenn man von einem Oger zum Beispiel flieht, hinter sich die Tür zumacht und wenn es eine Holztür ist oder so, der Oger die einfach kaputt hauen würde. Das wäre richtig cool. Also, das wäre richtig beängstigend, aber das wäre halt auch richtig cool. So, wir haben immer noch keinen Eisenschlüssel. Nee. Oh, wir werden das Inventar richtig durcheinander bringen müssen wieder. Also, orten müssen. So, alle leben endlich wieder. Und er muss jetzt seine Ausrüstung ein bisschen wieder zurück sortieren. So, wir haben noch ein Skillbuch über, das können wir später machen. Er hat sein Chitin-Set. Was ist denn mit der Lurker-Rüstung? Wer hätte die eigentlich gehabt? Gar keiner vorher, ne? Dann kann er die auch anbehalten. Den Hut jetzt nicht, der bringt ja einen Bonus. Du hast die Krone. Das heißt, das Ding kann eigentlich weg. So, wir haben noch zwei Schlüssel, wir haben Essen, wir haben Lederschuhe. Die sind besser als was du jetzt hast. Das bisschen Schutz vor Eis können wir vernachlässigen. So. Ausrüstung sieht soweit ganz gut aus. Du kannst die Feuerbomben dem Dieb wiedergeben. Und der Dieb ist überladen. Immer noch überladen. Hm. Und die von Torum kann auch hier bleiben. Die Kombination für die Hallway haben wir auch schon benutzt. Brauchen wir auch nicht mehr. Fackel kann wieder zu ihm. Okay, zwei Schwerter und eine ganze Rüstung und... Oh, das hätte ich jetzt nicht verbrauchen müssen. Und selbst in unserem Minotaur kann nichts mehr tragen. Das ist doch doof. Das war die Formel, das sind andere Formeln, brauchen wir alles noch. Das ist doch ärgerlich. Okay, wir sortieren die Kiste hier aus. Das Essen bekommen jetzt die anderen Leute. Und die Kiste... Oh, das ging ja schnell. Und die Kiste legen wir einfach hier auf den Boden. Denn die Kiste selbst wiegt ja auch schon 3 Kilo, was eine ganze Menge ist. So, jetzt kann er sein Essen wieder zurückgeben zu dem. So. Mahan. Also wir haben echt viel zu viel Essen eigentlich. Ja, die Kiste lassen wir jetzt auch nochmal gnadenlos einfach hier. Wir haben genug Slots im Inventar übrig. Da brauchen wir keine Container. So, zweite Kiste. Wird richtig in kleine, Lagerstätte hier. Aber gut, das soll es ja auch sein. So. Der Sack ist voll. Den Sack stopfen wir jetzt auch noch mit Essen voll. So. Das... Achso, die sind schon voll. Den Sack können wir jetzt auch noch voll machen. So, so, so. Wir haben jede Menge Essen.
So. Drei Säcke voll Essen haben wir schon mal. Noch mehr Kleinkram. Noch fast einen ganzen Sack mit Essbarem, was man aber auch für was anderes benutzen kann. Das kann man auch noch essen und er ist schon wieder überladen. Wir könnten auch einfach ein bisschen Essen hier deponieren. Wenn wir irgendwann mal richtig Hunger bekommen, gehen wir einfach zurück. Ja, das machen wir einfach mal. Wir nehmen jetzt so einen ganzen Sack voll Essen. Oder zwei Säcke voll Essen und lassen die hier. Das gleiche machen wir auch mit dieser Kiste hier, denn hier sind nur diese Pilze drin, die man für irgendein alchemistisches Rezept braucht. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Noch irgendwas? Wir müssten den Kuchen eigentlich nicht mit rumschleppen, aber... So, den Sack lassen wir auch noch da. Drei Kisten, drei Säcke. Ja, gut, dass es hier keine Diebe gibt. Hoffe ich mal. Und schon können wir gleich wieder viel mehr tragen. Schön, schön. So, was machen wir jetzt im Skillbuch? Also währenddessen kann ich ja schon mal wieder Richtung nach unten gehen. Wer könnte das Skillbuch brauchen? Ich glaube, unser Luft- und Erdmagier war nah dran, Spellcraft 10 zu bekommen. Genau, damit er schneller zaubern kann. Und damit wir die Stäbe tauschen können. Da braucht man nur 7 für. Also ja, ich bin versucht, es ihm zu geben und auf Spellcraft zu setzen. Ansonsten unser Dieb. Assassination würde mich schon interessieren, was Master Assassin später macht. Und wir haben ihn schon ein bisschen verskillt, also bräuchte er eigentlich auch Punkte. Der Einzige, der keine Punkte wirklich braucht, ist Gorn. Denn wir könnten zwar Rüstung erhöhen, aber er hält so oder so nicht besonders viele aus. Ich denke mal, auch wenn wir das hier auf Cap hätten später. Irgendwas ist da bei den Programmierern falsch gelaufen. Also, dass der Rüstungsschutz fast gar nichts macht und Ausweichen so richtig viel bringt, ist schon komisch. Und ich laber so lange, dass die Fackeln ausgehen. So. Also ja, geben wir das Buch einfach mal dem Luftmagier. Ching. Dann kriegt ihr jetzt Spellcraft. Und... Oh, stimmt. Kann ich es rückgängig machen? Nein, kann ich nicht. Ich habe ganz vergessen, mit 27 würde er seinen besseren Blitzstrahl bekommen. Das würde uns mehr bringen als den Stab. Weil der Stab ist eigentlich nur ein nettes Schmankerl, weil dadurch die Erdzauber stärker werden. Nur benutzen wir die Erdzauber fast nie. Na gut, du stirbst jetzt erstmal. Ja, ja. Du bist nicht so schnell, du bist kein Problem. Solange ich nicht rückwärts irgendwo reinlaufe, bist du kein Problem. So, Essen. Hat jemand Hunger? Muss auch nur ganz bisschen sein. Denn die respawnen jetzt definitiv. Und sie respawnen auch an Plätzen, wo sie eigentlich gar nicht hätten sein dürfen. Wie hier drin zum Beispiel. So, die Fackel nehmen wir auch mit. Denn unsere Fackel schon wieder fast alle. So, gleich neue Zaubersprüche vorbereiten und wir sollten uns eigentlich hier schon mal ein kleines Plätzchen suchen, wo wir schlafen könnten. Nehmen wir mal die Tür. Ups, da war der Dreher. Jo, richtig. Also vor der Tür hauen wir uns hin, regenerieren einmal hoch. Dann hoffen wir, dass wir genug Mana haben, um uns durch die respawnenden Dinos zu kämpfen, um wieder zurückzukommen in das Gebiet, wo wir vorhin panisch rumgelaufen sind. Um das dann nochmal genau zu erforschen. Weil ich hätte da bestimmt jede Menge übersehen. Wie zum Beispiel das Rätsel unten, wo ich dachte, ich bräuchte Steine. Da wurde jetzt in den Kommentaren geschrieben, dass es vielleicht auch ohne Steine geht. Das können wir ja mal testen. So, Feuerball, Blitzstrahl. Was war ich mit der Tür da? Kaum Dino. Ja, ich könnte auch eigentlich... Oh, oh. Nö, nicht sterben, nicht sterben. Mann. So, ich wollte eigentlich zur Tür gucken.
Aber da hat uns der Dino von abgehalten. Da ist die Tür. Die ist komischerweise offen und da sind keine Gegner. Ich bin verwirrt. Was haben wir hier? Einen schwefligen Trank. Ich leg mal sicherheitshalber was zu essen. Das ist keine Druckplatte. Okay, wir sind jetzt da, wo wir von dem Rätsel hinteleportiert wurden. Also in diesen Raum hier. Ist ja komisch. Aber gut. Können wir hier irgendwo uns einbunkern und rasten? Wirklich sicher stelle ich mir das hier nicht vor, wenn uns gerade ein Dino angesprungen hat. Ah, da können wir rein. Warte ich kurz. So, hier müssten wir eigentlich schlafen können. Wenn nicht, wäre es wirklich sonderbar. Ja, gut, haben wir eine schöne Abkürzung gefunden. Vor allem müssen wir die Kombination unten durch diesen besäulten Gang nicht nochmal gehen. Was auch ganz gut ist, denn ich habe die Kombination weggeschmissen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. So, also, wir können jetzt da... Ach nö, ein Feuerelementar. Ich will kein Feuerelementar töten. Und hier ist auch endlich der neue blaue Kristall. Sehr schön. Das heißt, das wird erstmal markiert. Mit BK. Und dann gucken wir uns... Oh, ein neues Bild. Ein schwarzer Würfel auf... Der so schnell ist, dass er Feuer hinter sich herzieht. Und eine Dampfwolke. Und ein Mönch mit dem Stab stellt sich in den Weg. Also ich denke mal, das sind die Mönche, die wir umbringen sollen. Und das ist das Wesen, mit dem wir träumen. Davon gehe ich irgendwie aus. Aber ich werde mich nicht gegen den Plot stellen können, denke ich mal. Was steht hier? Games Bane with Head of Steel. Game ist das Spiel. Bane ist, wenn etwas stark gegen etwas ist. Also es gibt zum Beispiel... Okay, Wolf's Bane ist ein Beispiel. Also Wolfs... Etwas, was dagegen ist. Damit bringt man Wölfe um. Womit bringt man Spiele um? Game ist aber auch, wenn man etwas jagt, dann ist das, was man jagt, das Game. Mit einem Kopf aus Stahl. Also wahrscheinlich ein Hammer. Und hier haben wir wieder jede Menge Rätsel in einem... Okay. Unraveler of Mysteries. Also der, der Mysterien auflöst. Da kommt bestimmt der Dismantler rein. Also ich gehe jetzt einfach mal aus, weil das ähnlich bedeutsam ist. Weil Dismantler war ja auch ein Zerleger, also ein Auflöser. Abgetrennte Dread ist so eine Art von Angst, also Panik. Abgetrennte Panik. Haben wir da irgendwas? Irgendwas Besonderes, was wir gefunden haben? Fällt mir so ad hoc nichts ein. Nö. Der Blaubeerkuh? Nein. Oh, wir haben noch eine Schriftrolle gefunden, die ich nicht gelesen habe. Wem hatten wir die gegeben? Warum haben wir noch die Schriftrolle? Kristall des Lebens. Berühren, um Lebenspunkte wiederzubekommen. Ja, die brauchen wir nicht. Da ist die Kombination, die wir eigentlich auch nicht mehr brauchen. Und das war das Schattenrätsel mit den Fackeln. Ich hätte noch eben gerade eine Schriftrolle aufgehoben, die neu war. Das ist ein Rezept für einen Geschwindigkeitstrank. Frostbolzen, der könnte neu sein. Den können wir bestimmt nicht. Nee. Gut, der könnte eigentlich auch weg, weil ich werde wahrscheinlich keinen Frost hochskillen. Na gut, Schaden tut's nicht. Also hier kommt abgetrennte Furcht hin. Und was haben wir hier? Eine Träne des Landes. Einer von den Steinen? Irgendeins von den Kräutern? Bluttropfenblüte? Milchkraut? Tar ist, glaube ich, Teer.
und eine Nessel. Das hat alles nichts mit Tränen zu tun. Und da wir jetzt schon wieder einen goldenen Schlüssel gefunden haben, könnte es sein, dass oben waren noch zwei Türen, die wir öffnen könnten in der Schatzkammer. Vielleicht ist ja die Armbrust irgendwie so benannt, dass sie hier in irgendeiner von den Nischen reinpassen könnte. Aber ja, anscheinend haben wir auf dieser Ebene noch viel zu tun, bevor wir dann da weitergehen können. Und dahinter wird dann der Weg nach unten sein. Ja, gut. Machen wir jetzt erstmal einen Cut, dann gucken wir nächste Folge, ob uns noch irgendwas einfällt, was wir da reintun könnten. Sonst erforschen wir den Bereich, wo wir vorher nur panisch rumgelaufen sind, noch ein bisschen genauer. Und wenn das nichts bringt, gehen wir einfach ein paar Ebenen wieder nach oben und klappern da ein paar Secrets ab. Das klingt doch ganz gut. Also, abspeichern. LP 72 und bis gleich.